Kein anderes Land in Osteuropa ist derart stark von Arbeitsmigration beeinflusst wie die Republik Moldau. Es gibt so gut wie keine Familie, in der nicht ein Bruder, eine Cousine oder ein Onkel im Ausland arbeitet. Das Land zählt rund 2,5 Millionen Einwohner und etwa ein Drittel leben zeitweilig oder dauerhaft jenseits der Grenzen. So viele, dass eine staatliche Stelle für den Kontakt zur Diaspora geschaffen wurde. Die Rücküberweisungen aus dem Ausland sind von substanzieller Bedeutung für das Land. Das Bruttoinlandsprodukt betrug 2023 rund 15,7 Milliarden Euro. Nur zum Vergleich, Deutschland hat eins von 4,2 Billionen Euro. Und die Rücküberweisungen sollen geschätzt einen ähnlichen Umfang, also ebenfalls rund 15 Milliarden Euro, annehmen. Mit einem Durchschnittseinkommen von 200 Euro im Monat gilt Moldau als das ärmste Land in Europa. Die Diaspora macht sich auch politisch bemerkbar. Ihre oft westliche Orientierung schlägt sich in den Wahlergebnissen nieder, die zuletzt oft pro-westlich ausfielen. Der EU-Beitritt Rumäniens 2007 hat auch für viele Moldauer Grundlegendes geändert. Mindestens 1 Million Menschen in Moldau besitzen neben dem moldauischen auch einen rumänischen Pass. Das gibt ihnen die Möglichkeit, sich frei in der EU zu bewegen, zu studieren oder zu arbeiten. Die Regierung in Bukarest vergibt nämlich großzügig die rumänische Staatsangehörigkeit an jene, deren Vorfahren in der Zeit zwischen den Weltkriegen im damaligen Staatsgebiet Rumäniens lebten, zu dem die heutige Moldau gehörte. Als der Bundeskanzler Olaf Scholz 2023 nach Rumänien reiste, nahm außer dem rumänischen Staatsoberhaupt Klaus Iohannis auch die moldauische Präsidentin Maia Sandu an dem Treffen teil. Die Selbstverständlichkeit, mit der aus der bilateralen eine trilaterale Begegnung wurde, ist Teil einer Entwicklung, die schon vor dem Ukraine-Krieg 2022 begonnen hat, sich seither aber noch mehr intensivierte. Eng wie nie lehnt sich die moldauische Regierung an ihren westlichen Nachbarn. Es wird schon lange von einer Wiedervereinigung gesprochen. Nach 1991 erklärten einige moldauische und rumänische Kulturschaffende und Beamte auf Ministerialebene wiederholt, dass die Moldauer zur rumänischen Ethnie gehören. Wir sind Rumänen, Punkt. Und diese Ideologie wurde besonders stark, nachdem die Republik Moldau ihre Unabhängigkeit erlangt und das lateinische Alphabet übernommen hatte. Nur Transnistrien, das neben Gagausien eine Annäherung an Rumänien ablehnt, hat die kyrillische Schrift beibehalten. Der ehemalige moldauische Präsident Nicolae Timofti erklärte bei einem Treffen mit seinem damaligen rumänischen Amtskollegen Traian Băsescu im Jahre 2013, dass es keine moldauische Nation gebe. Wir haben uns unterhalten und uns darauf geeinigt, dass Rumänien und Moldau zwei unabhängige und souveräne Staaten sind, die aber hauptsächlich von Rumänen bewohnt werden. Uns eint die Sprache, die Traditionen, die Freuden und das Unglück, das die Rumänen in den letzten Jahrhunderten erlebt haben. So der rumänische Präsident. Andererseits erklärte der frühere moldauische Präsident Wladimir Voronin, dass er dies kategorisch ablehne, weil sich laut der Volkszählung von 2004 94% der Bevölkerung Moldaus als Moldauer und nicht als Rumänen betrachten. Sind also die Moldauer überhaupt Rumänen? Was sagt denn die Genetik dazu? Über all dies und einiges mehr werde ich euch in meinem heutigen Video erzählen. Einer Legende nach jagte der Gründer des moldauischen Fürstentums, Woiwoda Dragos, in Begleitung seines Hundes namens Molda, wobei der Hund in einen Fluss geriet und da ertrank. Dragos benannte den Fluss und das Gebiet in Erinnerung an seinen Hund. Was bedeutet aber das Wort? Der Name Moldau, im Original Moldava, soll aus dem dakischen Molta, viele, und Dava, Burg oder Festung, abgeleitet worden sein. Nach einer weiteren Version ist das Wort slawischen Ursprungs und bedeutet Tanne. Der Name könnte aber auch von dem gotischen Wort Mulda abgeleitet sein, was Erde im Sinne von fruchtbares Land bedeutet. Und auch die Version, dass der Name Moldau vom rumänischen Wort Molit oder Molift, zu Deutsch Fichte oder Rotfichte, abgeleitet wurde, ist nicht unwahrscheinlich. Die meist angenommene Hypothese der Sprachforscher ist, dass sowohl Moldava wie auch die Burg Moltva vom deutschen Wort Mulde, was Aushöhlung, Vertiefung bedeutet, herkommt. Das Wort Mulde wurde von siebenbürgisch-sächsischen Arbeitern gebraucht, die von ungarischen Königen in die walachischen Fürstentümer zur Bergarbeit geholt wurden.
In den Quellen wird ein weiteres Ethnonym für Moldau und Rumänen erwähnt. Wolochi oder Walachi oder Vlachi, auf Deutsch die Walachen. Das Fürstentum Moldau wurde manchmal auch als Moldau-Walachia genannt. Der Begriff Walachen kommt aus dem Germanischen und wurde durch südslawische und teilweise lateinische und griechische Vermittlung in verschiedenen Gebieten zur Bezeichnung romanisierter oder romanischer Völker verwendet. Das zugrunde liegende germanische Wort Walchen, das Adjektiv Welsch, althochdeutsch auch Walacha, ist wahrscheinlich aus dem keltischen Ethnonym entlehnt. Als die keltischen Nachbarn der germanischen Stämme romanisiert wurden, benutzten die Germanen den Begriff Welsch für ihre Nachbarn weiter, wodurch es die Bedeutung romanisch erhielt. Die Bevölkerung der Republik Moldau ist unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Die größte Gruppe machten zur Volkszählung 2014 ohne Transnistrien die Moldauer mit 82% aus und darauf folgten die Ukrainer 7%, die Gagausen mit 4%, die Russen ebenfalls 4% und die Bulgaren mit 2%. Hier im Video wird die Ethnogenese der ethnischen Moldauer und nicht der Moldauer im staatsrechtlichen Sinne beleuchtet. Das älteste historisch bezeugte Volk auf moldauischem Gebiet waren die Skythen, die als nomadisierende Reiterkrieger im 6. Jahrhundert vor Christus aus östlichen Steppengebieten einwanderten. Noch in vorchristlicher Zeit gründeten Griechen Kolonien an der Schwarzmeerküste und beschrieben den im Gebiet des heutigen Moldau siedelnden Stamm der Bastarnen. Hier wurden auch Daker oder Geten erwähnt. Der Ursprung der Moldauer kann auf die Periode der römischen Besetzung des nahegelegenen Dakiens zurückgeführt werden, das auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens, Bulgariens und Serbiens lag. Moldau selbst gehörte nie zur römischen Provinz Dakia. Allerdings wurde das Gebiet von den Römern als Teil Dakiens oder als Teil der Sarmatia gesehen. Etwa in der Zeit von 105 bis 270 bildete sich aus der Vermischung römischer Siedler und der örtlichen Bevölkerung eine neue Kultur, die Dako-Romanische. Nachdem der Einfluss des Römischen Reiches schwand und die Truppen im Jahr 271 die Region verließen, zogen während der Völkerwanderung verschiedene Völker durch das Gebiet und ließen sich auch teilweise hier nieder, darunter die Hunnen, Awaren, Goten und Slawen. Und auch die Proto-Bulgaren, Magyaren, Mongolen sowie die turksprachigen Kumanen und Petschenegen setzten sich hier fest. Mehrheitlich blieb das moldauische Volk jedoch das Ergebnis ethnischer Interaktionen zwischen den Walachen, die im 11. Jahrhundert unter dem Druck ungarischer Stämme aus Siebenbürgen in die Region des heutigen Moldaus zogen, und den ostslawischen Rutenen, die sich während der Slawenmigration auf dem Balkan vom 6. bis 8. Jahrhundert eben da niederließen. In dem Gebiet, in dem sich die rumänische Ethnie bildete, war wiederum der südslawische, also bulgarische und serbische Einfluss entscheidend. Im 13. Jahrhundert expandierte Ungarn in die Region und errichtete eine Reihe von Befestigungen nahe dem Fluss Sered im heutigen Rumänien. Die Region stand unter ungarischer Oberhoheit, bis 1349 der Fürst Bogdan ein unabhängiges moldauisches Fürstentum gründete. 1359 wurde das Land unter Fürst Bogdan von Ungarn unabhängig, geriet aber ab 1387 für mehr als ein Jahrhundert unter das nominelle Suprematat des Königreichs Polen. Ursprünglich Bogdania genannt, erstreckte es sich von den Karpaten bis zu dem Fluss Dniestr. Später wurde es in Moldawa umbenannt, wobei der Grund für diese Namensgebung unklar ist. Der entscheidende Moment bei der Herausbildung der moldauischen ethnischen Identität war zweifellos die Zeit des moldauischen Fürstentums, in der sich das Ethnonym Moldauer unabhängig von der ethnischen Herkunft, romanisch oder slawisch, durchsetzte. Eine alte moldauische Legende erzählt von walachischen Hirten aus dem von Ungarn besetzten Maramuresch, die bei der Wiesentjagd auf den ruthenischen Imker Jacko oder Ezko in der Nähe der heutigen Stadt Suceava trafen. Sowohl die Walachen als auch die Ruthenen brachten daraufhin ihre Stammesangehörigen mit, um diese von den Mongolen verwüsteten Gebiete zu besiedeln. Der moldauische Historiker Lassa Polevoj schätzt den Anteil der Ruthenen im Fürstentum Moldau im 15. Jahrhundert auf 39% und den Anteil der romanischsprachigen Bevölkerung auf 49%. Während der langen Geschichte der Koexistenz beider Völker in einem Staat wurden keine ethnischen Konflikte zwischen ihnen verzeichnet, obwohl es gelegentlich doch zu Spannungen kam. Die Bojaren, also die Angehörigen der obersten Gesellschaftsschicht, waren nämlich überwiegend Walachen. Trotz des hohen Ansehens der slawischen Schriftsprache wurde die ruthenische Identität
durch die abwechselnden serbischen, bulgarischen und polnischen Einflüsse mit der Zeit verwischt. Da die Ruthenen über keine starke ethnische Identität verfügten, wurde ein großer Teil von ihnen im Alltag in den Prozess der Assimilierung einbezogen. Bis 1700 sank der Anteil der Ruthenen im Fürstentum auf 30% und bis 1907 wurden sie gänzlich assimiliert. Die Ethnogenese der Moldauer wird von Ergebnissen der Genetik bestätigt. Die wichtigsten Haplogruppen der Moldauer sind R1a mit über 30%, I2a mit 21%, R1b mit 16%, E1b1b mit 13%. R1a erreicht die höchste Konzentration in Europa bei den West- und Ostslawen. I2, die balkanische Haplogruppe des Y-Chromosoms, stammt aus den südöstlichen Regionen Europas. Sie wird in zwei Untergruppen unterteilt. I2a, die am häufigsten auf der Balkanhalbinsel und Sardinien ist, und I2b in Nordwesteuropa. Die Vertreter der Haplogruppe I2 waren Träger der neolithischen Kultur des Balkans. Diese Haplogruppe war auch während der Bronzezeit in Mitteleuropa weit verbreitet, die Ohnenfelder Kultur. Und ihre Träger waren später die Illyrer und Thraker. R1b gilt als keltisch, kommt aber auch bei einigen germanischen Völkern vor. Die Haplogruppe E1b1b kommt zumeist unter Äthiopiern, Somaliern, den Einwohnern Eritreas und bei nordafrikanischen Berbern und Arabern vor. Da sie bei der neolithischen Bevölkerung Europas nicht gefunden wurde und nur für die Küstenbewohner typisch ist, wird ihre Verbreitung im Mittelmeerraum mit den Wanderungen der Phönizier in Verbindung gebracht. Diese Haplogruppe ist auch in hoher Dichte im Nahen Osten anzutreffen, von wo aus sie sich in den Balkan und den Rest Europas verbreitete. Die Völker, die den Moldauern über ihre väterliche genetische Linie am nächsten stehen, sind die Rumänen mit einer genetischen Übereinstimmung zu 82%, die Gagausen knapp 80%, ebenso wie die Ukrainer, Bulgaren und die Russen mit 61%. Was ihr Aussehen betrifft, gehören die meisten Moldauer nach dem Anthropologen Nikolai Cheboksarov zum zentraleuropäischen Typ. Weiterhin sind folgende Typen noch anzutreffen: der Indomediterrane im Süden, der Weißmeerbaltische im Nordosten und der Balkanisch-Kaukasische im Nordwesten. Im 15. Jahrhundert konsolidierte sich das Osmanische Reich, das durch seine rasante Expansion im 14. Jahrhundert zum bedeutendsten Machtfaktor in Südosteuropa geworden war. Die Vorfahren der Moldauer und Rumänen lebten in dieser Zeit unter der Herrschaft der Bulgaren. Sie übernahmen von den Bulgaren das orthodoxe Christentum und die kyrillische Schrift. Allmählich wurde das Zweite Bulgarische Reich geschwächt und geriet unter die osmanische Herrschaft. Es entstanden die beiden neuen souveränen Staatsgebilde, das Fürstentum Walachei und das Fürstentum Moldau. Das in Teilherrschaften zerfallende Serbische Reich wurde zunehmend von den Osmanen kontrolliert. Und das einst mächtige Byzantinische Reich beschränkte sich in den Jahrzehnten vor seinem endgültigen Untergang 1453 nur noch auf die Stadt Konstantinopel. Daneben waren das Königreich Ungarn und das Königreich Polen die beiden Kontrahenten, die auch Zugriff auf Südosteuropa haben wollten. Angesichts der militärischen Stärke der Osmanen erkannten die moldauischen Fürsten im 15. Jahrhundert die osmanische Herrschaft an und willigten in Tributzahlungen an den Sultan ein. In dieser Phase wurde Stefan aus dem Geschlecht der Bogdaneschti 1457 moldauischer Fürst, bekannt unter dem Namen Stefan cel Mare, Stefan der Große. Mit seiner Herrschaft wird die Blütezeit des Fürstentums Moldau verbunden. In der Überlieferung war er ein bedeutender Kämpfer gegen die Fremdherrschaft. So kämpfte er in 47 größeren Schlachten und verlor dabei nur 3. Am Ende seiner Regierungszeit, 1504, war das Fürstentum Moldau unabhängig und erlebte eine wirtschaftliche Prosperität. Nach seiner Herrschaft flammten die Streitigkeiten zwischen den Adligen wieder auf und das Land erlebte einen allmählichen Verfall. Die schwachen Fürsten ließen es zu, dass der Adel Steuerzahlungen verweigerte, sodass die osmanische Oberherrschaft ihren Einfluss in der Folgezeit wieder ausweitete, die Tributzahlen erhöhte und die lokalen Herrscher selbst ernannte. Erst als sich das Osmanische Reich selbst im Niedergang befand, konnten die moldauischen Fürsten wieder mehr Einfluss zurückgewinnen. Das Fürstentum Walachei und das Fürstentum Moldau sahen sich in all dieser Zeit als verwandt an, was walachische Herrscher jedoch nicht daran hinderte, zusammen mit Osmanen die moldauischen Brüder zu bekämpfen. Dafür
setzte der moldauische Herrscher Stefan der Große 1473 Bukarest in Brand. Andererseits schafften es die Walachen und Moldauer ab und an, sich zusammenzutun, um gegen die Osmanen gemeinsam zu kämpfen und manchmal sogar mit Erfolg. So befreite beispielsweise Michai der Tapfere 1600 die Walachen vollständig vom osmanischen Joch und vereinigte drei Fürstentümer, die Walachei, Moldau und Siebenbürgen. Dieses Staatsgebilde zerfiel jedoch wieder schnell. Bald traten hier neue Akteure auf, das russische und das österreichische Reich. Die Walachei und Siebenbürgen fielen in den Einflussbereich Wiens, so wie die Bukowina, die jahrhundertelang ein Teil des Fürstentums Moldau war und von 1775 bis 1918 zur Habsburger Monarchie gehörte. Nach dem 8. Russisch-Osmanischen Krieg 1812 wurde auch ein Teil des osmanischen Vasallenstaats Moldau zum Gouvernement Bessarabien des russischen Kaiserreichs. Die Bezeichnung Bessarabien leitet sich vom Fürstengeschlecht Bessarab ab, das dort im 13. und 14. Jahrhundert herrschte. Ursprünglich galt nur das südliche Drittel des Landes als Terra Bessarabum, aber Russland dehnte die Bezeichnung auf das gesamte Gebiet zwischen den Flüssen Prut und Dniester aus. Die in Bessarabien lebenden Moldauer waren nicht an der Entstehung des rumänischen Staates beteiligt, welche mit der Vereinigung des Restfürstentums Moldau und Walachei 1859 sowie der spätere Ausrufung des Königreichs Rumänien 1881 erfolgte. Im Osten des heutigen Moldaus konstituierte sich nach dem Zusammenbruch des russischen Zarenreichs eine moldauische demokratische Republik, die eng mit den Kommunisten Odessas kooperierte. Diese wurde jedoch von der rumänischen Armee unterworfen, die 1918 eine Abstimmung inszenierte, bei der die moldauische Nationalversammlung formell den Beitritt zum Königreich Rumänien besiegelte. Da jedoch nur 44 von 156 Abgeordneten anwesend waren, wird diese Abstimmung bis zum heutigen Tag von Historikern als illegitim angesehen. Die Sowjetregierung in Moskau sprach daher zu Recht von einer völkerrechtswidrigen Annexion Bessarabiens durch Rumänien und sogar die US-Regierung sprach von einer rumänischen Besatzung. Und dies umso mehr, als Rumänien eine Volksabstimmung über die Zukunft des Gebietes ablehnte und auf moldauischem Boden ein Militärregime errichtete. Doch alle Gewalt rumänischer Truppen konnte nicht verhindern, dass die Herrschaft Rumäniens am Westufer des Dniester endete. Auf dem Gebiet des heutigen Transnistriens blieben die Bolschewiki siegreich und errichteten eine moldauische, autonome, sozialistische Sowjetrepublik innerhalb der Ukraine. 1940 nutzte Stalin schließlich die instabile Weltlage aus und besetzte handstreichartig auch das Gebiet bis zum Prut, woraufhin eine eigene moldauische sozialistische Sowjetrepublik geschaffen wurde, die bis 1991 existieren sollte. Zwar gelang es Rumänien 1941 als Verbündete Deutschlands, die Region wieder unter Kontrolle zu bekommen, doch kurze Zeit später war die sowjetische Herrschaft über das Gebiet wiederhergestellt. Für nahezu ein halbes Jahrhundert blieb Moldau eine der 15 Unionsrepubliken der UdSSR, wobei nicht unerwähnt bleiben sollte, dass der erste Staatschef Moldaus niemand anderes war als das spätere sowjetische Staatsoberhaupt Leonid Brezhnev. Als Stalin Leonid Brezhnev zum ersten Mal sah, hielt er ihn für einen Moldawier und rief: "Wow, was für ein schöner Moldawier!" Aber das nur nebenbei. Jetzt zurück zum Thema. Der Zerfall der Sowjetunion zog eine starke nationale Bewegung nach sich, die sich stark russenfreundlich gebärdete. Koffer, Bahnhof, Russland und nieder mit den Okkupanten, das waren gebräuchliche Parolen. Russland hatte sich das nicht lange bieten lassen und kam als Beschützer und Garant der Sicherheit mit der 14. Armee nach Moldau. Moldaus schwere Industrie ist immer noch in Transnistrien angesiedelt, ein Erbe der Sowjetzeit. Die Grenze zur Ukraine ist aber seit Kriegsbeginn in der Ukraine geschlossen. Der einzige Weg für Waren führt über den Rest Moldaus nach Rumänien und damit in die EU. Die moldauische Regierung nutzt die neu gewonnene Abhängigkeit der Separatisten und führte 2024 Zölle ein. Sie will die abtrünnige Region still und ohne Gewalt zur Wiedereingliederung zwingen, mit einer Politik des maximalen Drucks. Ob das klappt, ist ungewiss. Ein Deutscher würde normalerweise nicht zögern, einen Moldau als Rumänen zu bezeichnen. Und fragt man ihn, warum er das so meint, wird er verwundert mit den Schultern zucken und sagen: "Ja, wo ist denn da der Unterschied?" Schauen wir uns die Sprache an. Rumänisch und Moldauisch sind die östlichsten romanischen Sprachen. Sie sind aus dem Lateinischen hervorgegangen, das in den römischen Provinzen Dakien und Moesien gesprochen wurde,
das heißt nördlich bzw. südlich der Donau. Die Frage nach der genauen Einordnung der moldauischen Sprache, ob Dialekt oder eigene Sprache, ist nach Ansicht rumänischer Forscher eher das Ergebnis politischer als sprachlicher Einschätzung. Die rumänische linguistische Schule betrachtet das Moldauische auf jeden Fall als einen der Dialekte des Rumänischen. Und auch das Parlament der Republik Moldau hat dafür gestimmt, dass die Amtssprache im Land künftig offiziell nicht mehr als Moldauisch, sondern als Rumänisch bezeichnet wird. Das ist eine neue Entwicklung, denn noch 1996 lehnte das moldauische Parlament einen Antrag des Präsidenten Mircea Snegur ab, den Namen der Sprache in Rumänisch zu ändern. 2004 bezeichneten etwa 60% der Staatsbürger Moldauers ihre Muttersprache als Moldauisch. Die Gruppe derjenigen, die ihre Muttersprache als Rumänisch bezeichneten, bildete einen Anteil von nur 16,5% der gesamten Bevölkerung in Moldau. Bei der städtischen Bevölkerung waren es immerhin knapp 40%. Und dabei wird die Identität der moldauischen und rumänischen Sprachen selten in Frage gestellt. Es geht vielmehr um die Daseinsberechtigung der Bezeichnung moldauische Sprache. Es wird unter anderem argumentiert, dass der Begriff moldauische Sprache älter sei als der Begriff rumänische Sprache. Rumänisch wurde im frühen 20. Jahrhundert stark vom Französischen beeinflusst und verdankt ihm viele Neologismen, während Moldauisch einige Wörter aus dem Russischen entlehnt oder Archaismen verwendet, die die Rumänen nicht mehr verwenden. Aus diesem Grunde kam es in der Vergangenheit dazu, dass die Moldauer die Sprache der Bukarester Beamten nicht immer verstanden. So schrieben Bauern aus dem Bezirk Ochrei 1921 an die rumänischen Behörden: Was bedeutet das Wort Volomul? Wir vermuten, dass es sich um eine Art Broschüre handelt. Wenn Sie es erraten haben, machen Sie sich bitte nicht die Mühe, es noch einmal zu schicken, denn es gibt niemanden, der es lesen kann. Wir sagen Ihnen noch einmal, wenn die Broschüre für uns nützlich ist, schreiben Sie sie auf Moldauisch oder auf Russisch. Fürchten Sie die russische Sprache nicht wie der Teufel das Weihwasser. Und nicht auf Rumänisch, denn wir haben wenig Ahnung von der rumänischen Sprache, um sie zu verstehen. Heute ist die Idee der Vereinigung mit Rumänien in Moldau sehr populär. 2014 lag der Prozentsatz derjenigen, die dafür waren, nur bei 15-20%. Eine spätere Umfrage von 2019 ergab, dass bereits 30% der Bevölkerung Moldaus für die Vereinigung mit Rumänien und 60% dagegen waren. 2021 stieg die Zustimmung auf 50% und nur 43% waren dagegen. Ein Beitritt wäre wirtschaftlich vorteilhaft. Die rumänische Rente ist 6-mal höher als die moldauische, die Gehälter 3-4-mal höher und die rumänische Staatsbürgerschaft berechtigt zum Aufenthalt in der EU. Und die Moldauer haben natürlich auch ihre kulturelle Nähe zu den Rumänen. Sie sprechen fast dieselbe Sprache und in den moldauischen Schulen wird statt moldauischer Geschichte rumänische Geschichte unterrichtet. Die Frage also, ob sie ein Volk sind oder zwei sehr nahestehende, aber dennoch unterschiedliche Völker, ist nicht endgültig geklärt und wird bis heute sehr politisiert. So, und bevor jetzt das Video zu Ende geht, kommt noch das versprochene Ergebnis der Verlosung, die wir im letzten Video angekündigt haben, für unser neues Buch Die Völker der Welt, das mittlerweile ja seit dem 11. November bereits erschienen ist und seinen Weg nach oben schon geht. Also, wenn ihr das kaufen wollt, macht es, bevor die erste Auflage ausverkauft ist. Es haben einige mitgemacht. Die drei Gewinner sind, und ich nehme hier die Nutzernamen, zum einen Official Babawak, zum zweiten Oli Putnik und der dritte Gewinner Migo Bararets 6710. Euch dreien herzlichen Glückwunsch. Ihr bekommt die Gutscheine, jeweils 20 Euro, entweder von Amazon oder Thalia. Dazu müsst ihr an die bekannte Mailadresse von uns, management.tamikheinrich@gmail.com. Bitte schreiben mit einem Bildbeleg, dass ihr die Quittung fotografiert, als Screenshot schickt, dass sichtbar ist, dass ihr das Buch gekauft habt und ihr bekommt umgehend dann den Gutschein per E-Mail geschickt. Das heißt, ihr solltet auch eure E-Mail-Adresse, an die dieser Gutschein geschickt werden soll, mit beisenden. Und dann dauert es nicht lang und ihr habt den Gutschein. Ihr könnt gerne dazu schreiben, ob ihr lieber von Amazon oder von Thalia den Gutschein haben wollt. Noch einmal herzlichen Glückwunsch und für alle diejenigen, die dieses Buch noch nicht haben sollten, macht euch auf den Weg, ob für Weihnachten oder für auch immer, eine lohnenswerte Anschaffung. Ja, dann sehen wir uns demnächst wieder mit dem nächsten Video und dem nächsten Folge.